Aktion T4. Im nationalsozialistischen Deutschland werden Zehntausende Menschen mit psychischen, körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen gezielt verfolgt und ermordet. Die erste systematische Mordaktion wird in der Tiergartenstraße 4 in Berlin organisiert. Deshalb wird dieses Morden Aktion T4 genannt. Die Nationalsozialisten bezeichnen Menschen mit Krankheiten oder Beeinträchtigungen als minderwertig. Menschen, die nicht in der Lage sind zu arbeiten, werden als wertlos betrachtet. Es sollen keine Kosten für ihre Unterbringung und Verpflegung verursacht werden. Viele Mitarbeitende der Heil- und Pflegeanstalten unterstützen diese Politik. Ärzte entscheiden, wer ermordet werden soll. Von Januar 1940 bis August 1941 werden über 70.000 Patientinnen und Patienten in Tötungsanstalten gebracht und mit Giftgas ermordet. Die Nazis nennen diese Morde Euthanasie. Das Wort stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet guter Tod. Vereinzelte Proteste aus der Bevölkerung führen zum offiziellen Abbruch der Aktion T4 im Sommer 1941. Viele Pflegeheime machen aber dennoch weiter. Sie lassen die Patientinnen und Patienten gezielt verhungern oder töten sie mit Giftspritzen und überdosierten Medikamenten. Bis 1945 werden 90.000 weitere Patientinnen und Patienten ermordet.